Willkommen zurück, meine lieben Freunde, zu meinem Let's Play Victoria 2. Wir sind mehr oder weniger wahrscheinlich in der letzten Folge. Wir haben nämlich schon April 1935. An und für sich haben wir alles erreicht, was wir erreichen wollten. Nur dieser kleine elende Fleck hier hat sich mir widersetzt, nämlich Orissa ist bis zum Schluss britisch geblieben. Und ich glaube auch nicht, dass ich sie im letzten halben Jahr noch erobern kann. Ich kriege auch keinen Kriegsgrund gegen Großbritannien zusammen mehr. Weil wir erst vor zu kurzem einen Krieg hatten. Deswegen kann ich keinen Kriegsgrund erschaffen. Ja, 1937 erst wieder. Das ist aber schon nach Ende des Spiels. Ja, wie ihr seht, wir haben einen Krieg gegen Tibet, den wir nicht führen können, weil hier gibt es diese blauen Grenzen und die bedeuten, dass man damit Truppen nicht drüber kommt. Um nach Tibet zu kommen, müssen wir entweder über Xinjiang oder hier über Großbritannien. Und beide erlauben uns natürlich nicht, durch ihr Gebiet zu gehen. Großbritannien sowieso nicht und Xinjiang würde es zwar tun, aber wir sind noch ganz knapp über diesen... Sind die eigentlich in meiner Einflusssphäre? Ja. Aber wir sind ganz knapp über diesen 25 Punkten Infamie, weswegen sie ein minus 1000 kriegen für alles, was wir von ihnen verlangen. Naja, ich hoffe, das geht sich noch bis zum Ende des Jahres aus, dann können wir zumindest den Krieg noch gewinnen. Okay, egal. Wenn wir es schaffen, schaffen wir es, und wenn nicht, dann haben wir halt ein Pech gehabt. Ja, leider muss ich dazu sagen, wir sind nur Dritte in der Punktewertung. Das ist hauptsächlich deswegen, weil ich einmal, also relativ spät, einen relativ dummen Fehler gemacht habe. Okay. Ach so, wir müssen unsere Leute abholen. Mhm. Stimmt, wir haben ja gerade noch, sind ja gerade noch dabei, die Leute von A nach B zu transportieren. 11, ja, geht sich noch nicht aus. Kann man dann nur die Dings, kann man dann nur diese... Was ist ein Dampftransporter? So, wie viele Leute sind das? Sind das 12, oder? Jo. Das heißt, jetzt können wir alle auf einmal transportieren. Jo. Okay. Mhm. Ist auch okay. Ist auch okay. Wirklich Krieg. Auch bei der Forschung werden wir nicht ganz fertig werden, obwohl wir dann am Schluss doch noch relativ gut aufgeholt haben. Aber ich bin nicht unzufrieden, was das betrifft. Um ehrlich zu sein,
Man muss nicht alles haben. So, schauen wir mal, wie schaut das da aus? Bauen wir alle Fabriken aus? Ich möchte zumindest wirtschaftlich noch halbwegs gut dastehen am Schluss. Kaschmir brauchen wir echt nicht ausbauen. Das sind irgendwie Knochen. Das. Da sind gerade ein Haufen Fabriken fertig geworden. Die sind gerade eben auch fertig geworden. Die sind nicht mal voll mit Beschäftigten. Okay, ich glaube, wir haben alles. Das sind ja nochmal Leute, die wir abholen müssen. Ist okay. So, du. Und gehst dann daher. Und wir da ein paar Menschen ab. Ja, ich bin so dumm. Die sind ja schon da. Ich kann schon die nächsten holen. Okay. Gibt's doch gute Generäle, ja, da. Passt. Und weiter geht's. Passt. Wieso sind da Leute drauf? Ach so, ich bin so dumm. Kommunisten. Okay, aber es sind relativ wenig, soweit ich das beurteilen kann jetzt. Selbst in Kalkutta sind nur ein paar. Und freundlicherweise dort, wo die meisten sind, stehen sogar schon Truppen von uns rum. Schauen wir mal, sind da auch Kommunisten? Nö. Afrika ist kommunistenfrei.
wieder dieses lustige, wir rennen durchs Land und versuchen alle Barbaren oder halt Aufständischen zu erledigen. Du kannst auch schön rumfahren. Fangen wir mit dir an. Viel zum Bekämpfen gibt es jetzt, glaube ich, nicht mehr. Na gut, machen wir weiter. Ja, ja. Muss ich dich eigentlich auch umführen? Ich glaube nicht. Okay, die schicken wir jetzt nicht mehr rum. Ich glaube, das muss reichen, was wir da haben. An Truppen, die rumrennen. Okay, okay. Ist auch okay. Okay. Ich schaue eigentlich nur an, ob alle Leute besiegt sind, die in den jeweiligen Truppen drinnen sind. Das ist okay. Das ist noch nicht so okay.
Achso, okay, den kann ich jetzt noch nicht rausfinden. Ah, okay. Der war zu schnell. Interessant. Die Dampferflotte ist schneller als die anderen Schippernakeln. Die Schlacht von Lahore wurde verloren. Ach Mist, das waren diese 3000 Gardisten für die eine Truppe. Ärgerlich. So, jetzt muss ich noch einmal eine Truppe bauen für die. Das ist sehr ärgerlich. Ich bin da, was das betrifft, relativ perfektionistisch. Außerdem fürchte ich, dass wir da, ja, da hatten wir einfach. Da hatten wir einfach auch Kommunisten dabei bei dieser Truppe. Da fehlen uns eigentlich nur die Kanonen und Pferde und Flugzeug und Panzer. Ja, nun ist gut. Fehlt nicht fast alles, die Hälfte von dem Zeug fehlt. Na gut, dann bauen wir das auch gleich nach. So, wir sind im Übrigen bei der Infamie mit leider 25.02. Nächstes Mal sollten wir fertig sein damit. Ist auch okay. Okay, das ist mir egal. Bruno Hildebrand, wie noch einen Wissenschaftler angezogen. Panzerdrehtürme. Oh, okay.
war sowas aber auch. Ah, Mist. Aber das zweite Schiff ist noch unterwegs. Wie schon gesagt, wir sagen einfach 25,0. Oh, Mist. So, was machen wir mit dir? Dann gehst du weiter runter. Und die Rebellion wird auch weniger. Wir haben sie gleich vollkommen unter Kontrolle. Die rebellierenden Rebellen. Ach, warte mal, ich bin bei 25. Wow, ich bin eigentlich zu müde zum Spielen heute. Nee, 25 ist noch immer zu viel. So, jetzt schauen wir mal, wie das da ausschaut. Sehr gut. Können wir noch ein paar zusätzliche bauen, damit wir weniger Arbeitslose haben. Es sollte hier irgendwo einen Button geben, nicht befördern, sondern wie heißt das, baue jede Fabrik aus. Jede mögliche Fabrik aus, also irgendwie. Das Problem ist, mit meiner Partei kann ich keine Fabriken bauen, sonst würde ich da eh schon anfangen, die Neuromia weiter zu bauen. Muss ich schauen, ob ich noch einmal die Partei wechseln kann. Ja, das ist fertig. Achso, nein, das ist Kaschmir. Da brauchen wir nicht erweitern. Malaya-Region ist so, so wurscht, da wohnt ja niemand. Aber sehr löblich, es geht alles den Berg rauf. Sehr gut. Das erhöht die Fabrikeffizienz nochmal. Ich glaube, ich nehme die Investmentbanken. Ich bin so dumm. Ich sollte nicht nur da anklicken, sondern ich sollte auch da anklicken. So, schauen wir mal, haben wir noch irgendwo was vergessen? Schaut nicht so aus.
Oh, jetzt habe ich mich angehört auch noch. Habe ich gut gemacht. Persischen Golf angekommen. Staat aus den Fängen Großbritanniens befreit. Alles neutral. General, jetzt bist du doch glatt verstorben. Ach, nur den. Mehr Effizienz für unsere Fabriken. Von 19. Achso, ich kann auch 7 nehmen. Das will er mir damit sagen. So, jetzt haben wir den 6. September. Jetzt sollten wir da ja wohl doch durchkommen. Come on. So, na dann. Wir können den Krieg gegen Tibet ja doch noch gewinnen, wenn wir sehr schnell sind. Vielleicht sollte ich noch mit einer zweiten Truppe auch kommen. Hey! Hat sich jemand von Großbritannien unabhängig erklärt, mal schauen wir das an. Das ist ja lustig. So, du Schippernackel, also du gehst, sagen wir mal, daher. Und du fährst nochmal daher. Eine Suppenküche. Gehen wir mal so. Ein paar Faschisten mehr oder weniger sind mir jetzt auch schon wurscht. Nicht. Kommt auch noch nach.
zwei Monate in diesem Spiel. Aha. Ist okay. Vielleicht sollte ich mich selbst auch beeilen. So. Das könnte sich tatsächlich ausgehen, dass man den Krieg noch gewinnen. Mhm. Und langsam aber sicher bringen wir auch unsere Truppen wieder nach Hause von den auswärtigen Ämtern. Ich glaube, wenn wir Lhasa eingenommen haben, sollte das reichen. Ich weiß nicht, ein Dezemberkrieg gegen Tibet führen ist vielleicht keine so kluge Idee. Das ist sicher kalt. Hey, noch ein Prestige dazu gekriegt. Okay. Ah ja, stimmt, das ist wirklich kalt. Lang lebe Indien. Hey, Djibouti ist eine Kernprovinz von uns. Das ist ja cool. Jeder liebt Djibouti. Okay, schauen wir mal. Was würden Sie zu Friedensverhandlungen sagen? Dann hätten wir das nämlich auch. Na, bis daher. Hurra, wir können das Spiel mit einem Frieden beenden. Welche Sachen ausbauen können. Bis zum Ende des Spiels sind die sowieso nicht mehr fertig. Aber es schaut auch nicht so aus. Jetzt können wir da noch viel ausbauen. Wir sind auf jeden Fall da bei den Haushaltsausgaben. Oh, das sehe ich gerade jetzt erst. Da noch ein wenig raufgehen. Und bitte ein bisschen runter noch. Sind.
So. Jetzt brauchen wir nur noch warten bis zum Ende des Jahres. Weil ich, wie schon gesagt, ich fürchte nämlich, wir werden bis zum Ende des Jahres keinen Kriegskranken mehr gegen Orisa kriegen. Das heißt, zumindest Orisa hat es geschafft, bis zum Ende von mir frei zu bleiben. Obwohl unabhängig sind sie natürlich auch nicht, weil sie von Anfang an britisch waren. Ach ja, was soll ich tun? Hey, Japan will ein Bündnis. Na ja, klar. Und Bhutan natürlich auch, jetzt wo sie in meinem Einflussgebiet sind. Das ist ein bisschen ärgerlich. Also wenn wir nur die Einflussgebiete anschauen, sehen wir Indien und seine Umgebung ist violett. Und nur dieses dumme Orissa ist rot geblieben. Am Anfang war hier alles rot. Ach ja, stimmt. Hedges könnten wir auch beeinflussen. Mir ist das gerade erst frei geworden. Und im Endeffekt war das Spiel, wie wir es angelegt haben, jetzt nicht so schlecht. Wir haben fast alles erreicht, was wir wollten. Also warte mal, wir könnten eigentlich... Eigentlich ist das wurscht, oder? Was ich da tue. Investmentbanken noch. Und am Schluss noch hier sind Mauerringe. Stahldampfer zum Beispiel. Wäre natürlich nicht mehr fertig. Okay, und das Spiel ist jetzt zu Ende. Das ist sehr unspektakulär, muss ich ehrlich zugeben. Also, wir haben es bis zum Schluss geschafft auf den Platz 3. Wir haben das größte Heer. Ja, das ist gar nicht mal so schlecht. Selbst mit Schiffen haben wir 1,4 Punkte gemacht. Wir haben die viertgrößte Industrie, das hätte viel besser sein können, aber durch den Bankrott, den wir vor etwa 5 bis 6 Jahren hatten, müssen etwa 6 oder 7 Jahre gewesen sein, weil bis vor kurzem konnten wir noch keine Schulden machen, haben wir etwa 3/4 unseres Prestiges verloren und auch einige Fabriken. Und das war natürlich alles nicht sehr gut. In Wirklichkeit hätten wir zumindest Zweiter sein sollen. Und wir sind auch an den zweiten Platz noch sehr knapp dran gekommen, wie ich hier sehe. Also wir sind nur noch 800 Punkte hinter den USA. Und wenn wir noch ein Jahr oder zwei gehabt hätten, hätten wir die auf jeden Fall noch eingeholt. Kann ich das da wegtun, damit ich die Karte ein wenig sehen kann? Nö, natürlich nicht, sicherheitshalber. Was mich auch ein bisschen ärgert ist, wir sind nicht das bevölkerungsreichste Gebiet geworden, obwohl wir fast China überholt hätten. Fast. Auch da muss ich sagen, wahrscheinlich mit etwas Zeit hätten wir das noch geschafft, weil unsere Sozial- Errungenschaften sind besser als die von China und unsere Bevölkerung ist einfach stärker gestiegen als bei China, weil wir haben einfach ein gutes Gesundheitssystem. Mhm. Auch bei der Alphabetisierung, wir sind zwar nur auf 81% gekommen, aber wenn ich bedenke, dass wir glaube ich mit 4% oder 6% gestartet haben
und das in einer unzivilisierten Nation, dann sind wir eigentlich ganz gut. Wir sind an vielen Nationen vorbeigezogen, die weit vor uns gestartet sind. Italien, Polen, Australien, die waren alle vor uns. Australien vielleicht nicht, die hat es am Anfang nicht gegeben. Auch Japan war am Anfang schon vor uns. Großbritannien sowieso. Russland hat immerhin noch 67% geschafft, das ist höher als sonst. Kann man nichts sagen. Ja, die meisten von diesen Staaten haben wir halt hinter uns gelassen. Ja, ich hoffe, es hat euch gefallen an und für sich. Also ihr seht, wir sind insgesamt Dritter geworden. Und wir haben auf jeden Fall geschafft, was wir uns vorgenommen haben. Wir haben Indien gegründet, das heißt, zumindest das war ein großer Erfolg. Und wenn ich das dann noch einmal mache, werde ich auch schaffen, Orissa einzugliedern, aber das werde ich nicht mehr aufnehmen, weil nochmal langweile ich euch nicht mehr damit. Ja, dann bleibt mir nur noch zu sagen, es war schön, dass ihr mir gefolgt seid durch diese Runde. Und ich hoffe, wir sehen uns bald wieder. In einem der letzten Nachrichten vom Kanal habe ich schon angedeutet, was ich als nächstes machen werde. Schauen wir mal, wie das wird. Okay, also dann. Bis dann.